Glück auf! Nee. Das ist nicht das, wovon du sprichst. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Ich habe japanische Angst vor Wortspielen. Ist auch echt eine schwierige Welt geworden, in der wir leben. Viel Spaß dabei. Glück auf, Ruhrpott Outdoor hier. Der Doc ist am Start, ich bin am Start. Es ist windig, es ist verdammt kalt hier und wir sind nach langer, langer Zeit mal wieder oben am Lager. Ja, der Wind und auch die Zeiten haben so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen. Sieht alles so ein bisschen flufferig und hängerig aus. Und hier sieht man, der Windschutz von der Feuerstelle ist uns flöten gegangen. Aber haben wir was zu tun heute? Kriege ich wieder hin. Kriegt er wieder hin auf jeden Fall. Ich gucke ihm auf jeden Fall gut zu dabei. Was hat letztens einer in die Kommentare geschrieben? Früher habe ich Arbeit verabscheut, heute könnte ich stundenlang zugucken. Ja, viel Spaß dabei. Hier auch wieder die Mäuse das Wasser angefressen. Krass. Mäuseplage. Und tatsächlich, obwohl wir hier schon alles an Lebensmitteln eigentlich mehr oder weniger mitgenommen haben und nur noch ganz wenig hier oben lassen, weil wir echt schlechte Erfahrungen mit Mäusen hatten, die knabbern uns sogar die Wasserflaschen an, die wir oben stehen lassen. Und letztes Mal waren sie sogar am Bier dran. Naja, ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Ich würde es auch machen. So. Ha, ist schon alles hergerichtet. Ja. Da kann man schon sitzen. Ja, dann ein Bier aufmachen. Brauchen wir doch nicht mehr machen. Pilzchen! Ne, ich will jetzt erst einen Kaffee trinken. Oh, ein Kaffee. Lumumba? Ja, Strohrum steht da ja noch. Strohrum haben wir, genau. Ja, Schokolade hat hier auch eine heiße Schokolade. Boah, diese Heinz-Bohnendose da, die sieht so schäbig aus. Ja, obwohl kann ja eigentlich nichts rankommen. Ne? Eigentlich kann da nichts rankommen. Mach mal auf, vielleicht sind ein paar Mäuse drin. Ach Leute. Ah, Herr Doktor. Doktor hat einen guten Kaffee gemacht. Ah, zwei Brötchen mit Maurermarmelade gegessen. Was hast du gegessen, Doktor? Ich hatte zwei Salamistullen. Zwei Salamistullen. Mit Butter. Wir gönnen uns richtig. Das tut so gut, endlich mal wieder hier draußen zu sein. Das war viel zu lange nicht mehr. Ich weiß, es ist euch auch schon aufgefallen, dass das viel zu lange nicht war, aber es ging leider auch nicht anders. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Das ist gut. Vielleicht kommt auch noch jemand. Uiuiui. Ach, herrlich. Darauf haben die MenschInnen da draußen gewartet, oder? Dass wir wieder vor die Tür gehen. Die Innen vor allen Dingen. Ja, alle MenschInnen. Ist auch echt eine schwierige Welt geworden, in der wir leben. Nusspli kostet jetzt mehr als Nutella. Der Doktor mir gerade erzählt. Und die Rezeptur wurde verändert. Schmeckt nicht mehr, kaufe ich nicht mehr. Das ist der Untergang der Welt. Des Abendlandes. Ich habe auch nicht mehr lange zu leben. Ein bisschen Vorräte auf und dann werde ich wohl elendig zugrunde gehen. Der Doktor hat noch vier Töpfe Nusspli auf Vorrat gekauft in der alten Mischung, in der Originalmischung. Meinst du, das ist demnächst so wie bei Gucci-Parfüm, dass man es bei eBay kaufen kann? Kannst du hüten wie so einen teuren Wein. Oh, hier haben wir noch einen 82er Nusspli. Etwas hart im Ansatz, aber ragt weit in den Hals hinein. Ah, herrlich. Herrlich. Wir sind heute in Flachwitzlaune übrigens. Das steigert sich gleich bestimmt. Ja. Ich habe japanische Angst vor Wortspielen. Herrlich. Hier, AKAB. Ja. Patch. Und hier, in der Mitte der Ruhrpott Auto und oben drüber besser noch ein Messer. Wenn ihr den auch haben wollt, blende ich euch gerne ein. Bei Messer World. Einfach mal in den Shop von Ruhrpott Outdoor schauen. Da gibt es eine Menge cooler Sachen. Ich habe auch was mitgebracht,
Baseball-Caps mit Robot Outdoor-Logo. Gibt's demnächst auch. Und der Doktor hat mir was geschenkt. Ich bin ja vor ein paar Wochen 50 geworden. In dem Alter, wo Happy und Burster jetzt getrennte Wege gehen. Und da hat mir der Doktor eine Mappe für Patches als Sammelbuch, kann ich mir zu Hause schön am Fernseher und daneben legen. Sozusagen. Das ist meine Buschkraftklasse. Kannst hier eintragen, Foto, in allen vier Ecken genau. Soll Liebe drin stecken. Und dann kommt hier Lieblingsgericht, Landgericht Hagen. In allen vier Ecken soll der Pimmel drin stecken. Ach ja. Herrlich! Zieht ganz schön. Ja. Ja, ist echt windig und kalt. Ich bin ein bisschen unterdresst. Ich habe auch nicht genug mit, wenn ich ehrlich bin, aber ist egal. Wir reiben uns gleich ein bisschen aneinander. Genau. Feuer wird angemacht. Und mal gucken, wer noch kommt, um uns zu belustigen. Sie denn hier? Der Holzdieb oder was? Ja, Strauchdieb. Sozusagen. Hör mal, das ist doch. Nee, das ist nicht das, wovon du sprichst. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Das ist das? Das ist diese hier. Mysteriöse Rinde. Genau, die mit den esoterischen Genöle. Wenn es schön macht. Ja. Das probieren wir nachher mal aus. Ja. War ganz schön groß, ne? Kriegst du die in den Mund. Das Problem haben wir öfter. Denn wieder? Ach, der Doktor, ey. Ja, wen haben wir denn da? Ja, wer ist denn da? Ist das der feine? Hallo. Der feine Hans? Oh, geile Brille, Alter. Hallo. Guten Tag. Na, du Räuber. Na, du? Alles gut bei dir? Ja. Himmel. Himmel. Alter. Schön. Himmel. Wieder zu Hause. Lieber Stahler hier. Junge. Schön, dich zu sehen. Ja. Warum machst du Schlips in das unnötige Zeug? Haben wir doch schon. Wasser, ey. Haben wir hier extra. Wo ist das Bier? Das steht da vorne. Guck mal, den Sekt hier, sein Prosecco, den hat er schon mit. Champagner hat er sich mitgebracht. Ach so, Champagner, ich ja. Hat er echt gesagt? Ja. Warte. Da. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Doch. Ist das Heizig oder was? Ja, ja. Piper Heizig, eine Pulle, Alter. Wer Wellenstein trägt, der trägt das Shampoo. Was ist denn mit dir los? Alter. Das ist ein alter Jacke, passt ist Chico jetzt dein Freund, was? Hey, Chico. Ja, ich wollte mich noch mal ganz herzlich bedanken für dieses schöne Teil, das habe ich von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Uwe, danke. Alter. Ich war auch so ein bisschen sprachlos. Wow. Das ist doch mal eine schicke Klinge, oder? Ja, viel Spaß beim Schleifen. Ja. Ist so ein schickes Teil. Ich werde es mal ab und zu gebrauchen. Uwe,
fetten Daumen für dich. Grüße gehen raus. Fetten Daumen. Das kann man auch falsch verstehen, oder? Kannst ja aussuchen, wo du den hinstecken darfst, Uwe. Nein, vielen Dank. Super geile Nummer. Ja. Gute Idee. Eisenhahn ist ein geiler Typ. Ja. Bist du noch mal runtergegangen? Hast du noch was geholt? Ja. Was hast du denn geholt? Ein Kästchen. Oh, eine Rämsche. Oh. 28 leckere Vasen. Klein. Machen wir mal eine Blume. Ja. Quasi. Was hast du denn da? Ein Messer. Oh, zeig schon mal, zeig schon mal. Hunger zwischendurch. Kleinen Hunger. Für den kleinen Hans zwischendurch. Ganz genau. Wenn der Hans nichts zu spielen hat. Es ist echt abgefahrenes Wetter. Jetzt kommt die Sonne zwischendurch mal wieder raus. Aber es ist schon echt extrem windig. Im Winter auch ziemlich kalt, aber auf jeden Fall super geil wieder hier zu sein. Das ist echt schön. Die Fahne da oben ist so vom Wind so ein bisschen angefressen mittlerweile. Wo ist sie denn? Da. Egal, blende ich ein. Auf jeden Fall ist hier oben in den Ecken schon so ein bisschen angefressen. Und ich habe hier angefangen, mal den Mäusepuff ein bisschen sauber zu machen. Ist natürlich ewig lange hier nichts drin gewesen, außer Mäuse und wie gesagt ein kleines Wespennest. Da hinten in der Ecke kann man sehen, ist noch alles nass. Ich habe das hier mal ein bisschen ausgewischt. Alles voller Mäuse-Scheiße gewesen. Das ganze Ding sackt auch ein bisschen ab. Hier ist das gebrochen. Ist die Verbindungsstelle gebrochen. Deswegen sackt das jetzt hier so ein bisschen ein. Aber das muss alles mal gemacht werden. Jetzt haben wir ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Hoffentlich. Und sind öfter hier. Ach, und dann kann man das in Angriff nehmen. So. Ach, ganz ungewohnt. Lange keine Kamera in der Hand gehabt. Jedenfalls nicht so rum. Ja, ey, mit dem Auswischen, da mögen manche ja denken, ja, ist ja nur so ein bisschen Mäusekacke, aber so Hunter-Virus und so ist echt nicht zu unterschätzen. Da bin ich total paranoid, was das angeht. Die lachen sich schon immer tot, wenn ich das Ding hier aufmache und sage, da ist wieder alles voll. Dann machen immer alle Scherze und sagen, ja, hier, du holst dir heute Nacht wieder ein Virus. ja, aber ich lasse das jetzt mal ein bisschen durchpusten hier. Dann wische ich nochmal mit den Glasreinigertüchern durch und dann kommt da eine Decke drüber, Isomatte drüber, Schlafsack. Zur Not hätte ich auch noch einen Biwaksack, aber so dreckig ist es jetzt wirklich nicht. Also wird schon funktionieren. Zum Wohl, Jungs. Zum Wohl. Prost. Das perlt immer. Ah, das perlt schon wieder immer. Danke, Atti. So, ich habe jetzt noch mal so provisorisch hier im Hintergrund mit der Einstrich-Keinstrich-Plane die Ecke vom Shelter zugemacht, damit das ein bisschen windgeschützter ist. War, glaube ich, eine ganz gute Idee. Räume sind aufgebaut. Behandlung kann beginnen. Machen okay. Sie sich untenrum frei, junger Mann. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin schon untenrum frei. Dann ist gut. Ja. Oben Carinthia, unten nüscht. Sieht man gar nicht. Was ist das denn, Herr Doktor? Verschreibungspflichtig. Was ist das? Paracord Ultragrell. Von? Das ist von Eisenhans. Das ist auch ein Typ. Champagner und rosa Paracord. Ja, 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 ja. Wer hätte das gedacht? Ich finde es ja, super. Ja, ja. LGBTQ Plus zieht so langsam auch bei Robert Otto ein. Ja,
Wir haben eine Menge Buschkrafter innen. Ja. Ja. Auch schieß und hör's und patsch mich aus. Geht's denn, Hans? Ja, geil. Grüß Gott! Hallo! Ja? Ah, guck mal, der Herr Doktor hat Filetspieße aufgetischt. Ja? Was legen Sie jetzt noch dazu, Herr Doktor? Ekelhaft, ey. Oh, schön, Finger, Finger weg vom Alkohol, Frank. Ja, ganz genau. So kann man es aushalten. Ist echt schön. Schön wieder hier zu sein. Lecker Würstchen gegessen. Jetzt gibt es noch ein Spießchen hinterher. Ein paar Pilzchen haben wir schon auf. Ein Schnäpschen habe ich auch schon getrunken. Alles mit Chen hinten dran. Ne? Nüdelchen. Nüdelchen, genau. Ich bin ja Grieche. Väterlicherseits. Schön warm im Kopf drin. Ja. Ja. Ui. Entschuldigung. Ui. Ui, 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 ui. Uiuiui, Tiffy. Ist doch voll nass, Mann. Mann, Alter. Häng dich doch an. Ja, setz dich doch rein hier. Wo ist der denn nass? Der ist doch trocken. Was soll das mit meiner Tasse da? Deine Tasse. Bewegungslegastheniker. Was sieht aus, als hättest du eine normale Kaffeetasse in der Hand, in deiner riesigen Pranke. Ich habe Mäusefäuste, Alter. Ja, ich weiß. Wir reden aber nicht über deine Hoden. Nein, nein. Wir reden von meiner Hand. Ja, ja. Aber ich brauche auch eine kleine Hand. Die grüne Hand von Emmett Blyton. Weil ich auch einen kleinen Penis habe. Ja, ich weiß. Aber es kommt bald die Vergrößerung. Ja? Von XS auf S. Nimm den Stuhl jetzt mit, Frank, der ist nein, trocken. Der ist nass, Alter. Der ist trocken. Wo denn? Nur noch hier rein. Du denkst aber auch immer. Wir setzen jetzt hier hin, einen Augenblick. So. Er denkt auch, ich bin blöd, alle. Hier, das ist ein Kalasand jetzt hier. Wow. Ehrlich, Alter. Im Mai werden die Schwimmbäder aufmachen. Genau, mach ich Cliffhanger hier. Mit kleinen Finger. Ja, yeah, doch. Was sagst du? Hm? Was sagst du? Steht gut im Mund. Was sagen Sie denn zur allgemeinen Lage? Instagram. Ja, alles gut hier, ne? Ja? Ja. Meinetwegen, ist das scheiße? Ja, könnte jetzt auch um uns rum die Welt untergehen, ich würde es hier nicht merken. Alles gut. Ah, so geht's. Ich halte das hier nicht mehr aus. Also, oh, so, jetzt warte mal ab. Der, oh, Handvogel. Oh, Junge, Junge. Eieiei, da ging es Bitterfeld Luftkurort. Ui, 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 ui. Was? Was bist du denn für ein geiler Typ? Du hast gesagt, wir sind hier.
Geil! Camouflage da. Angeschlichen. Ach, da geht mir das Herzchen auf, so. Rabba Uke-san. Hi. Hi. Tadana Gassama. Hallo. Glück auf. Glück auf, mein Lieber. Hast du ein Geodreieck unterm Tarp, ja, oder was? Boah, Alter, die Stadt ist komplett unter Wasser. Ja, deswegen sind wir hier oben. Endzeitstimmung. Da kommt noch der Sonnensturm. Ja, der Sonnensturm und die Dinosaurier von der chinesischen Insel. Ja, was? Ich treib die hier rüber. Du kriegst auch nichts mit, wa? Ah, du bist so ein Mensch. Das ist das Leben, an dir vorbeizieht, wenn du in HEMA wohnst. So ein Penner. Das war nicht nett. Das stimmt. Aber realistisch. Realistisch. Für Nettigkeiten sind wir auch nicht hier. Das genau. Ist richtig. Waren wir noch nie. Keine Freunde finden. Ich hab ja Freunde jetzt. Ja? Ja, ja. Wann hast du denn Freunde? Auch. Wer ist denn dein Freund, Frank? Freund mit PF. Und OI. Oh. Ich bin dein Freund. Ja, auch. Oi, 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 Frank. Na, du bist mein Kamerad. Wolltest du auch ein bisschen Heroin? Hast du noch ein Blech, ja, für mich? Ja, mach gerade ein Blech. Ja, sicher. Ein Psychi hat noch keinem geschadet, oder? Nö. Und noch sind wir ganz gut drauf. Genau. Tralali, tralala, Schore ist zum Ballern da. Nicht wahr? Komm gut nach Hause. Das mache ich. Ich stell mal schöne Grüße. Ich hoffe, bald auf einen längeren Trip. Ja, dir auch. Schön, dass du da warst. Ja. Komm gut rein. Grüßt schön. Ich wünsche euch eine entspannte Nacht. Ja, hoffen wir. Ja. Könnte windig werden. Könnte baumelig werden. Warte mal, habe ich da noch irgendwas hinterliegen? Kann man einmal. Guck mal. Jo. Tschüss. Scharf. Ja. So, es hat wieder angefangen zu regnen, wie man hört. Hört man das im Hintergrund? Bestimmt, oder? Bestimmt. Ja. Ja, sitzen jetzt hier, Feuerchen, haben Unmengen gegessen und getrunken. Und jetzt lassen wir uns noch ein bisschen einregnen. Und Eisenhans ist irgendwie verschollen. Rabauke ist abgehauen nach Hause. Der dreht, ach, Eisenhans dreht doch für seinen eigenen YouTube-Kanal. Ja, Eisenhans dreht wieder selbst. Naja, gut. Soll er machen, ich gönn's ihm. Danger Seeker. Boah. Ja, ich liege jetzt im Zelt. Ist ganz schön ungemütlich geworden gerade draußen. Also es war ja eh schon nicht gerade warm. So um die 6 Grad rum zeigte die App von Eisenhans an. Immer wieder starker Regen, starker Wind. Ja, und jetzt haben wir die Chance genutzt, wo es mal aufgehört hat. Jetzt sind wir ins Bett gegangen. Es ist jetzt so 10:30. Heute Nacht werden die Uhren umgestellt und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wann wir morgen aufwachen. Sollte zwischendurch noch was passieren, werde ich auf dem Laufenden halten. Oh, mir ist echt die Fresse eingefroren. Beschlägt auch langsam hier die Linse, oder? Naja, vielleicht bis später. Und? Gut geheiert? Na, mega. Morgen. Oh. Tief und fest gepennt die ganze Nacht. Meine Fresse, ey. Oh, gut geschlafen. Ach, das Wetter ist so mies, ey, so ungemütlich. Eisenhans ist auf, Doktor ist auf und Atti ist zum Frühstück gekommen. Mit dem neuen Familienhund. Das kann hier so ein Pissschläuchchen. Da wollte ich so einen S-Karabiner irgendwie mal holen, dass man wieder ein bisschen ins Handgelenk wickeln kann. Ja, hallo! Nala! Ja! Fass. Machen wir kaputt.
Der stolze Hunde, Daddy. Glück auf. Glück auf. Glück auf miteinander. Ja, wir haben gut gepennt, aber das Wetter ist mega ungemütlich. Man sieht es im Hintergrund, es pisst die ganze Zeit durchgehend. Wir packen jetzt gerade schon zusammen. Der Atti ist noch vorbeigekommen auf einen kleinen Zwischenstopp. Und ja, hier Nala, das neue Familienmitglied. Und jetzt geht's heimwärts. Der Doktor packt auch schon ein. Auf geht's.